Na, was geht? Willkommen zurück hier zu Remnant 2. Das hier, ich habe dasselbe T-Shirt an wie bei der letzten Aufnahme, ne? Zwischen den Aufnahmen liegen tatsächlich jetzt 3 Tage. 4 Tage sogar. Fuck it. das ist eine völlig ungeplante Aufnahme gerade, denn ich will ein bisschen was ausprobieren. Erstens, weil ich hier bei meinem Stream Deck einen Haufen Sachen geändert habe. Und jetzt auch schön die GPU-Temperatur und alles überwachen kann und so. Und das teste ich, das ist für euch natürlich irrelevant. Was für euch aber relevant ist, für das Let's Play, ist, es gab einen riesen Patch und der hat einiges geändert. Zum einen, seht ihr schon, wir können hier ein zweites Engram jetzt schon ausrüsten. Das kannst du ausrüsten, sobald du ein zweites Engram hast. Deswegen machen wir das sofort. Denn man levelt, glaube ich, das zweite Engram auch mit. Es macht also Sinn, das so schnell wie möglich dort reinzumachen. Und ein zweites Engram sich holen, ist jetzt auch nicht mehr so teuer, wie es mal war. Das hat ja... Man musste das ja hier mal kaufen für 1500, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel uns... wir hatten ein Engram, ich glaube, sie hat eins, wahrscheinlich, ne? Noch nicht getroffen, oder? Clementine? Versuch es weiter, okay? Sie muss irgendwo da draußen sein. Nee, sie verkauft Simulacrum. Versuch mich jederzeit. Du weißt ja, wo du mich findest. Wie kann der alte Reggie dir heute behilflich sein? Manches davon könnte sich als nützlich erweisen. Hoffentlich bis bald. Wieder zurück. Ich kann... Ja, 1500 Schrott kostet sowas ja. Und dann ist man ja damit zu Wally gegangen, also zu Wallace. Ich habe das auch unter irgendeine Folge gepostet. Ich weiß nicht welche. Ist also schon ein bisschen her. Erstens, die Performance ist ein bisschen besser und das merke ich hier auch. Trotzdem, mein Lüfter spielt immer noch verrückt. Weil mein GPU auf 72 Grad kocht. Ich sehe dich, Fremdling. So. Ich wusste das. Und jetzt kann man aber die Teile hier... Ne, ihr seht, das kostet keinen Schrott mehr. Es kostet auch nur noch 5 Luminitkristalle und nicht mehr 10. Ist das geil? Das heißt, wir können beide Engramme herstellen. Auf Wiedersehen, Fremdling. Da war es ganz kurz eingeblendet, aber ein bisschen zu kurz für mich. Und zwar irgendwie, den Alchemisten müssten wir dadurch freigeschaltet haben. Und irgendjemand anderen. Hier, Alchemist. Und der Draufgänger. Das einzige, was man halt nicht hat, ist, ihr seht ja, beim Revolverheld ist das Hauptattribut geladen. Ne? Wenn wir jetzt den Draufgänger nehmen, ist stirb langsam. Und beim Alchemisten ist es geistreich. Wenn tödlicher Schaden erlitten wird, dann wird der Draufgänger für 2 Sekunden unverwundbar und regeneriert 50% der maximalen Gesundheit. Alle 10 Minuten können wir quasi einmal nicht sterben. Ja. Ansonsten, was hat der Draufgänger noch? Der hat natürlich eine zweite Fähigkeit. Das heißt, wir haben dann jetzt 2 Fähigkeiten. Der hat einen... verringerte Belastung, was ganz geil ist, etc. pp. Was ich gehört habe, ist, dass wenn man, ich glaube, das hier, wie war denn das? Irgendwie war das, wenn man das hier auf 10 hat, dann kommt es hier, bleibt es hier auf 10 in den Eigenschaften drin, selbst wenn wir jetzt quasi einen anderen Archetyp auswählen würden.
Mal gucken, was bringt der uns hier? Kraft. Erhöht Verbrauchsdauer um 10%. Sorry. Gewährt 2,5% erhöhten Gesamtschaden. Okay. Heilende Effekte für alle Verbündeten innerhalb von 15 Meter und gewährt 15 zusätzlichen Widerstand. Ist auch geil. Beim Aufheben von Altmetall besteht eine Chance von 15%, dass der Alchemist ebenfalls Munition erhält. Das brauchen wir nicht, weil wir kriegen ja unfassbar viel Munition. Der Einsatz eines Relikts wendet einen zufälligen Buff auf den Alchemisten für 30 Sekunden lang an. Ist auch geil. Und hier Stahlhaut noch. Was haben wir hier? Gewährt 3,5% erhöhten Gesamtschaden gegen alle Gegner innerhalb von 10 Meter. Schadensbonus fällt ab bis 20 Meter. Ja. Nach Aktivierung einer Draufgängerfähigkeit. Ich denke mal, das sind die hier. Teilen Gegner im Umkreis von 10 Meter für 15 Sekunden 10% weniger Schaden aus. Die Ausdauerkosten für jeden Gewichtsbereich werden um 50% verringert und Verwenden eines Relikts im Umkreis von 10 Metern um einen Gegner herum gewährt 2 Stapel Bollwerk. Ich suche jetzt natürlich, so schnell es geht, dieses Jägerteil. Ich habe keine Ahnung, wo wir das bekommen können. Wally selber verkauft ja sowas gar nicht, ne? Die Performance ist hier definitiv besser. Ist zurückgekehrt. Nee, der hat die Kugel des Ungeschehens. Das wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir können natürlich uns diese Hundepfeife auch noch holen. Aber ich wüsste gern, wo das Jäger-Ding ist. Weil der Jäger, das war ja quasi unsere Klasse damals. Und die war geil. Warte mal. Die Sonne scheint. Verkauft er so ein Teil? Natürlich. Nee. Der Wind lauscht. Lauscht auch gleich. Meiner Faust, Junge. Ich hoffe, du machst. Wonach suchst? Rostige Medaille. Das könnte sein. Ja, in Ordnung. Hab deine Waffe immer geladen und verliere. Kostet zumindest 1500. Deswegen gehe ich davon aus, dass es das sein kann. Ich glaube, wir haben noch 6 Simulacrum. Dann würde ich die Klasse gern aktivieren und dann lesen wir uns noch kurz durch, was es da denn gibt. Und dann überlegen wir, welche Klasse wir denn jetzt als zweite Klasse auswählen. Es geht im Endeffekt darum, dass man guckt, welche Perks sich gut zusammen machen. Ich wusste das. Auf Wiedersehen, Fremdling. Scharfschützen-Kriegsausbildung. Da ist es, Jäger. Erhöht die ideale Reichweite von Waffen 0,6 Meter. Das wird natürlich immer höher. Was haben wir hier? Erhalte 4% Fernschaden und 1,5% Schwachstellenschaden. Erhöht sich beim Level des Jägers. Wird ein Gegner durch Schaden gegen Schwachstellen oder kritische Treffer getötet, wird abgeworfene Munition um 25% erhöht. Schusswaffen erhalten 15% Nachladegeschwindigkeit nach einer Tötung und das Verwenden eines Relikts verlängert die Dauer aller aktiven Jägerfähigkeiten um 5 Sekunden. Bro, und hier haben wir das Mal des Jägers, falls ihr das noch kennt. Das ist wirklich Smackaroni die Waldfee, Alter. Ich weiß nicht, warum wir auf einmal einen Fähigkeitspunkt bekommen haben, aber ich beschwere mich jetzt nicht. So, Vitalität haben wir gemaxt. Max Payne.
Alright, Freunde. Dann würde ich sagen, geht's für uns wieder zurück, dass wir an dieser Folge noch ein bisschen rumballern. Es gibt einen Haufen Veränderungen seit dem Patch. Ich wollte gerade sagen, ich hau euch den Link zu den Patch Notes mal in die Videobeschreibung, aber das ergibt gar keinen Sinn. Warum ergibt das gar keinen Sinn? Weil es keinen Sinn mehr gibt. Es ergibt deshalb keinen Sinn, weil das hier Folge, glaub, 21 ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo es den Patch gab, kam gerade Folge 9, glaube ich. Ihr seht also, da ist eine kleine Diskrepanz. Komm, ich will's einmal sehen. Und da kommen sie. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt gut leveln dadurch. Ihr seht auch, die Map ist wieder komplett zugedeckt. Wir waren doch hier schon, oder nicht? Doch, ich erinnere mich daran. Vielleicht durch den Patch, ich weiß es nicht. Die haben auch erhöht, wie viel Altmetall fallen gelassen wird von zerstörten Objekten. Also nicht wie oft, sondern einfach die Menge. Also ich finde es krass, dass man jetzt zwei Perks quasi hat. Ich überlege gerade, kommt mir das bekannt vor oder denke ich nur, es kommt mir bekannt vor? Verdammt! Ey, Freunde, macht das einen Bock, Alter.
Also ich wusste am Anfang nicht, was ich von diesem Multiclass-Ding halten soll. Aber jetzt, wo ich es sehe... Wir sind natürlich jetzt ein absoluter DD, ne? Also ein Damage-Dealer. Wir haben nicht viel Abwehr oder so. Unsere Fähigkeiten sind alle nach vorne raus. Mehr Munition, schneller schießen. Schwachstellenschaden erhöht. I fucking love it, Freunde. Zack. Okay, wollte gerade sagen, hä? Das war's? Okay. Heilige Scheiße. Elementarwiderstand, aber das sah jetzt nicht aus, als wäre das ein geknacktes gewesen. Doch geknackt. Geknackt, Alter. Ja, und wir leveln den mit. Nice, Freunde. Ey, das wird so geil einfach. Überleg mal, wenn wir das hier alles frei haben. Ne, wir haben bloß... Was haben wir... Warte mal, was ist denn das Hauptattribut? Eiskalt erwischt. Das Verursachen von 65 schwachstellenbasierten Schwachstellenbasisschaden im Fernkampf verlängert die Dauer aktiver Jägerfähigkeiten um 2,5%. Also solange man kontinuierlich Schaden macht, wenn man jetzt jedes Mal über 65 Schwachstellenbasisschaden innerhalb von 2,5 Sekunden macht, dann geht das ja fast unendlich, Freunde. I fucking love it. Gut, aber das haben wir nicht, weil wir haben ja unser Ding da drin, dass wir schneller schießen. Okay, jetzt geht's los. Welcher Knopf?
Ich hab mich nie erschrocken, du hast dich erschrocken. Freunde, wir hatten ja schon ein bisschen länger jetzt unsere Taschenlampe nicht mehr an. Ich hau da immer die Fässer weg. Weil ich davon ausgehe, ich würde hinter so Fässern irgendwann einfach so einen Weg bauen. Jetzt sind wir hier oben. Was sagst du? Den Bereich müssen wir uns auf jeden Fall noch angucken. Love it, Freunde. Ich freue mich wie ein kleines Kind, könnt ihr gar nicht glauben. Das hier fühlt sich wirklich an. Ich wollte gerade was richtig Dummes sagen. Wollt ihr mal wissen, was ich gerade sagen wollte? Ich wollte sagen, das fühlt sich so richtig an. Wir haben gerade ein gewichtloses Gewicht aufgehoben. Nur, dass ich das mal erwähnt habe. Gewichtloses Gewicht. Erhöht Bewegungstempo um 0,75% und verringert Ausdauerkosten aller Aktionen um 0,75%.
5% je 5 Rüstungsbelastung. Ausdauerkosten plus 15%. Ausdauerkosten 9,8. Erhöhtes Bewegungstempo. Das ist schon geil. Wissensbuch? Ja! Ey, was ist das heute für ein Tag? Einfach nur geil alles. So. Ausdauerregeneration? Ausdauer generell? Widerstand gegen Elementarschaden. Fähigkeiten Abklingzeit. Wir können das alles rerollen irgendwann mal. Okay, aber hier will ich noch nicht nach oben. Ist jetzt natürlich total lustig, wenn das hier tatsächlich alles gererollt wird. Nur weil ich, woanders lang muss. Werden wir in der nächsten Folge uns durch eine alternative Version des Ganzen bewegen. Obwohl, das hatten wir doch aber bei den anderen auch nicht. Es kann entweder durch den Patch sein oder ich bin komplett verwirrt. Was definitiv im Bereich des Möglichen ist. Ich hab die anders leuchtenden Augen. Vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, ist, wir sind hier immer noch im Reich der Nachtweberin, ne? Überleg mal, wir sind immer noch der Nachtweberin am Arsch. Überleg mal, da haben wir intuitiv den super langen Weg genommen. Was sehr gut ist. Ne? Das ist genau der Weg, den ich gerne nehmen möchte. Möchte. Das heißt, möchte. Ich hab's gelernt, Freunde. Ich glaube, ich habe das euch schon ein paar Mal erzählt, ne? Dass ich mein Leben lang eine Lüge gelebt habe. Ich bin aufgewachsen mit dem Wissen, dass es möchte heißt. Nein, danke, ich möchte nicht mehr. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich glaube so 21, 22 so in dem Dreh. Vielleicht sogar noch älter. Da hat irgendwann einer zu mir gesagt, sag mal,
Warum sagst du eigentlich Möchte? Habe ich gesagt. Weil es freundlich ist? Ja, nee, nee. Ich frag, weil. Das heißt ja Möchte. Leute, das. Wisst ihr, wie mindblowing das für mich war? Stell dir mal vor, ich meine, das ist jetzt kein großes Ding. Und ich werde wahrscheinlich den Rest meines Lebens immer noch Möchte sagen. Aber überleg mal, weißt du? Ist ja auch nicht so, als hätte ich niemals Leute reden gehört. Aber es war auch nie so, dass ich mich gewundert habe, warum irgendeiner das anders ausspricht oder so. Und jetzt habe ich dann überlegt, wie kann das sein, Alter? Das muss dir doch auffallen. Okay, jetzt geht's los. Hier ist einfach gar keiner. Das ist fucking spooky weird. Da ist ein Checkpoint. Interessant, hier sind nur zwei Gegner. Okay, Freunde. Ey. Wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Remnant From... Nee, Quatsch. Remnant 2. Ich will es immer noch sagen. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorski.